Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy X. Letztes Mal haben wir die Events im Tempel von Makarania angefangen und wir sind hier unerwartet in die Prüfung reingerutscht. Und wir wollen heute mal gleich die Prüfung angehen. Dazu zuerst den Altar, wie ich es gerade gezeigt habe, nach rechts schieben, dann bleibt er quasi so stehen, weil er in den Eiszapfen hängen bleibt. Dann nehmen wir den Spheroiden, der eigentlich die Eiszapfen quasi verschwindend gemacht hätte, herausstellen in den Altar rein und dann glaube ich, müssen wir hier noch. Oh nein, stimmt schon. Wir müssen gleich den Altar reinschieben und zwar so, in die Richtung. Da sind zwei Eiszapfen im Weg, aber die werden sich gleich beseitigen lassen. Da ist nämlich eine Rampe dahinter. Den Spheroiden, der dort steckt, den sollte man nicht rausnehmen, weil da verschwindet die Rampe und dann fällt der Altar natürlich hinunter. Das ist nicht der Soll. So, hier schieben wir den Typ den gleich nach rechts rüber. Oder? Das ist richtig gemacht. Das reicht mehr. Moment kurz. Okay, ja, ich glaube, wir müssen hier irgendwo den. Nein, natürlich nicht. Wir müssen zuerst da rauf gehen. Der Tempel in Makarania ist der erste, der etwas interessanter zu machen ist. Hier gibt es nämlich noch einen Spheroiden, den wollte ich haben, mein Insignia. Er ist nämlich der erste, wo man wirklich sich einiges merken muss bzw. mitdenken muss. Und den Insignia-Spheroiden setzen wir hier rein. Dadurch bekommen wir nämlich einen weiteren Spheroiden von Makarania, den wir auf jeden Fall brauchen werden. Und zwar gehen wir rauf, holen uns den raus und setzen ihn unten in die Säule rein. Aber wir haben schon gesehen, der erste Altar, den wir quasi unten in die Säule unten reingeschoben haben, der hat oben wieder einen Teil der Brücke hergestellt, die vorher die letzte Folge verschwunden ist. Und wir wollen gleich den zweiten Teil herstellen, und zwar mit dem hier. Ich hoffe, ich mache das richtig. Ja. Ja, okay. Und dann sind wir quasi eigentlich schon eigentlicherweise fast fertig mit dem Tempel. Wir nehmen nur mehr den hier heraus. Wir müssen zwar nochmal runter, aber das tut jetzt nichts zur Sache, sondern wir nehmen einfach den Spheroiden von Makarania hier und setzen ihn in die letzte freie Säule ein, und zwar hier. Und er scheint nämlich oben die fertige Brücke. Das heißt, wir sind eigentlich fertig, aber wie wir wissen, gibt es in jedem Tempel noch so ein quasi verstecktes Item, das wir auf jeden Fall auch holen wollen. Und wie wir das holen, ist hier nicht ganz so einfach zu sehen. Und zwar, wir gehen rauf und holen uns mit dem Feld hier den Altar quasi rauf. Nehmen zuerst den Spheroiden heraus. Das ist sehr wichtig. Und dann schieben wir ihn einfach runter. Da passiert folgendes. Er darf halt runter, trifft auf das komische Feld, das ihn ablenkt quasi. Und er wird darüber geschossen. Dort finden wir den tollen Spheroid von Fraktura, oder das Fraktura-Spheroid, glaube ich, so heißt er. Den Spheroid, den wir aus dem Altar genommen haben, den setzen wir gleich wieder in die Rampe ein, damit wir unseren eigentlichen Altar wieder zurückschieben können, nach unten wieder, damit wir die Brücke fertig bauen. Allerdings wollen wir uns zuerst das versteckte Item quasi holen. Dazu holen wir uns den Altar hierher. Da gibt es nämlich auch noch ein Feld. Dann steht er hier. Und machen wir so interessantesten hier. Ja, genau, wir nehmen uns den hier raus, gehen gleich runter. Die Reihenfolge, indem ich die Spheroiden hier herumwechsle, ist übrigens nicht wirklich wichtig. Das ist, glaube ich, der Weg, wo ich am wenigsten weit gehen muss und wo es am schnellsten geht quasi. Aber es kann auch sein, dass es geringfügig schnellere Wege gibt. Also hier haben wir quasi das versteckte Item. Das müsste eine Glückssphäre sein. Ein Fortuna-Spheroid, so heißen die nämlich hier. Dann nehmen wir den hier und zerstören wir quasi noch einen Teil der Brücke. Oder den. Ich weiß nicht, ob die Brücke vorher ganz war, keine Ahnung. Aber kann sie ja nicht gar nicht, weil der Altar unten fehlt. Den setzen wir hier ein. Den brauchen wir nämlich unbedingt, um den Altar wieder runterzuschieben. Nämlich, wenn wir den Eiszapfen hier nicht herbefördern würden, dann würde der Altar rechts einfach runterfallen und wir könnten ihn nur mit dem Feld wieder raufholen und wir hätten keine Möglichkeit, ihn irgendwie
oben zur Rampe hin abzulenken. Das wäre nicht so toll. Also, wie gesagt, den Sphäriden von unten oben einsetzen, damit die Esszapfen quasi beschwören. Dann den Sphärid wieder herausnehmen. In den Altar rein damit. Der Rest geht eigentlich so wie beim ersten Mal schon. Also, Altar runterschieben, in die Säule schieben. Und dann raufgehen, den Sphäriden von der Rampe nehmen und in die letzte quasi. In den letzten freien Slot in der mittleren Säule stecken und dann sind wir schon fertig. Also schon, es ist auch einer der Tempel, glaube ich, die am längsten dauern. Es ist auch einer der letzten Tempel. Ja, nicht ganz wirklich letzten Tempel, aber sagen wir so, einen Großteil der Tempel haben wir schon hinter uns. Und hoffentlich haben wir noch genug Zeit hier noch weiterzumachen heute. So, wie gesagt, Rampe wieder zerstören und den Sphärin hier in die Mitte einsetzen. Dann ist alles gut. Oh, Moment mal. Ah, jetzt habe ich natürlich. Ah, das war falsch. Wir müssen nämlich. Tja, das passiert, wenn man nicht genau aufpasst. Wir hätten nämlich den Sphärin aus der Mitte runterstecken müssen und dann. Weil sonst können wir irgendwie das mit der Rampe nicht regeln. Das heißt, den hier nehmen. Unten reinstecken. Habe. Das hätten wir eigentlich machen können, wie wir den Altar inklusive Fatura-Sphäroid runtergeschoben hätten. So, hier rein. Genau. Und jetzt nochmal rauf und den Sphäroid aus der Rampe nehmen. Wie gesagt, das war jetzt leider eine Verschwendung von ungefähr einer Minute circa, aber sollte nicht allzu tragisch sein. Beim ersten Mal spielen braucht man für den Tempel wahrscheinlich sowieso, wenn man nicht die Lösung verwendet, deutlich länger. Also ich habe, glaube ich, für die Tempel so um die halbe bis dreiviertel Stunde immer gebraucht. Wenn nicht sogar noch länger. Bei dem wahrscheinlich sogar noch länger. So, und jetzt sind wir quasi fertig. Wir müssen nur mehr aufpassen, dass wir, wenn wir raufgehen, nicht mehr über das Teleporterfeld steigen. Also hier am besten so weit wie links wie möglich gehen. Sonst zerstören wir natürlich wieder die Brücke, was wir nicht machen wollen. Und dann geht's raus aus dem Tempel. Ein für alle Mal. Bin ich hier? Ah ja, genau. Übrigens, der Grund, warum ich mir quasi sehr viele Ekstasen hier aufgehoben habe, wir werden es gleich sehen. Hier, Waka, wer war das? Yuna, Aaron, Tidus, das haben quasi alle, bis auf Kimari, noch ihre Ekstasen. Das hat einen ziemlich guten Grund. Please. Give us a chance to explain. No need. I already know what I'll tell the other Maesters. Meaning? Lord Seymour was the leader of the Guado before becoming a Maester. You're not letting us go. Let you go? Lord Seymour would never forgive us if we did. Wait! Wait! Jiskel's sphere! We can show it to them! You mean this? Hey! The Guado take care of Guado affairs. Awake! Run! Okay, wir müssen jetzt fliehen. Das ist natürlich nicht so toll. Wir finden uns draußen wieder und da finden wir auch Waka, bei dem ich etwas machen will. Und zwar. Ja, ich will gerne was kaufen, und zwar in Voraussicht auf das, was uns noch bevorstehen wird, kaufe ich mal 10 Phoenix-Federn, kostet nicht allzu viel und wird uns später vielleicht noch etwas helfen. Noch dazu gibt es hier einen Speicherpunkt, und danach, wo wir natürlich speichern werden, und danach bricht wirklich die Hölle los. So, Benutzerdatei. Nehmen wir gleich eine neue, ist egal. Genug Platz eigentlich noch. Aber jetzt gehen wir mal hier weg und das Problem ist, wenn wir hier beim Speicherpunkt einige Schritte gegangen sind, während Orca hier hinten verschwindet, kommen hinten aus dem Tempel Guado Wachen raus, die verfolgen uns und sobald sie uns eingeholt haben, gibt es einen Kampf mit denen, einen nicht allzu tragisch wichtigen Kampf, aber einen, jedes Mal, wenn sie uns einholt, gibt es einen Kampf, den will ich auch herzeigen, zumindest einen davon, weil wir kämpfen im Prinzip nur gegen die Wachen, nur die lassen sich natürlich nicht lumpen und beschwören gleich mal ein bis zwei Gegner her.
die Ending Hall 2. Ja, es sind immer ein bis zwei Gegner. Und was wir auf jeden Fall machen wollen, wir wollen die, die Ekstasen unserer Bestia wieder aufladen. Das machen wir am besten, indem wir gleich die Bestia, die jeweilige Bestia berühren. Wir haben nämlich ungefähr drei Kämpfe hier und jeden Kampf werde ich ungefähr einmal den Geist der einer Bestia aufladen. Die Bestia haben nämlich den Vorteil, dass sie quasi die Guardo-Wachen relativ schnell beseitigen können. Wenn man das nämlich nicht macht, sie in einer Runde beseitigen, dann heilen sie sich selbst mit High Potions, genauso wie sie es bei Sima gemacht hätten. Und das wäre sehr unangenehm. Oh, mein Hart ist hier. Weil die High Potion halt nämlich 1000 AP und das heißt, wir müssen ihn ziemlich stark irgendwie. Ziemlich stark irgendwie bezwingen. Oder es dauert mehrere Runden, bis wir ihn wegbekommen, während uns dann die anderen Monster natürlich stark angreifen. So, das war's mit Ifrit. Wir brauchen ihn übrigens nicht heilen, also das können wir uns sparen. Wir kommen noch früh genug bei einer Speichersphäre vorbei, wo wir quasi unsere Bestias umsonst heilen können. So, und jetzt ganz normal die Gegner wie immer besiegen. Also zuerst schauen, dass alle irgendwie eine Runde drankommen und am besten Rico und Kimari da stehen lassen. Sonst die Gegner kennen wir schon nicht nur von der Mienokas, sondern von anderen anderen Gebieten natürlich auch. So, heilen wir kurz Walker hier. Und wechseln dann Kimari ein, um bei den dicken Fetten noch etwas zu stehlen. Tidus muss auch noch einmal drankommen. Dann können wir uns den Fiends endlich entledigen. Schauen wir mal, wen wir dann am besten wegmachen. Ich weiß nicht, ob der nicht vielleicht sowieso immun ist gegen. Nein, ist leider nicht. Ist er zwar nicht, aber er kommt trotzdem vorher dran noch. Das heißt, wir werden ein Feuer verwenden. Das hat nämlich den wunderbaren Vorteil, dass Schneepudding vernichtet schlagen. Okay, ja. Ich zu übernehmen. Dann noch Auron und das war's eigentlich. Es gibt nicht wirklich eine große Taktik dabei. Ja, und wie unsere weitere Flucht aussieht vor den Guardo-Wachen und was uns außerhalb des Tempelbereichs erwartet, das sehen wir nächstes Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Final Fantasy X. Und bis dahin wünsche ich euch natürlich wie immer viel Spaß